In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man beim Windows Movie Maker 16.4 eine Audiodatei einfügen kann. Das heißt zum Beispiel Musik oder auch ein einfaches Gespräch, irgendwelche Geräusche. Das geht dann hier sehr einfach. Ich wähle mir die entsprechenden Rippen aus. Das wäre hier Startzeit. Dann wähle mir hier dann den Eintrag Musik hinzufügen. Klicke mit der linken Maustaste drauf und habe hier mehrere Möglichkeiten. Ich könnte hier von anderen Quellen hier ebenfalls Musik einfügen. Wähle mir aber hier Musik hinzufügen, weil ich hier auf meinem PC eine Datei gespeichert habe. Das ist hier diese Flöte MP3-Datei, die ich, wenn du dir das angeschaut hast, im vorgehenden Video gerade aus einem Video mir herausgeholt habe. Klick auf Öffnen und sie wird eingefügt. Das ist hier diese Datei. Mit gedrückter linker Maustaste kann ich auch die Position dann dieses Musikfiles dann auch verstellen. Das heißt, wenn ich hier hergehe, hier hinein, diesen Zeiger dann nehmen, das ist die Position, in der sich dieses Video gerade befindet. Jetzt haben wir noch keine Musik und jetzt hätten wir dann eine Musik oder Geräusche und hier hätten wir wieder keine Geräusche. Das siehst du hier an diesem File. Wenn ich einen Doppelklick mache, bekomme ich auch dann die Eigenschaften zu diesem Audio-File dann angezeigt. Aber spielen wir es einmal ab. Ich gehe jetzt einmal hierher, klicke auf Wiedergabe und das Video wird eingeblendet samt der Flötentöne.